Ich möchte, um mich selber auch so ein bisschen vorzubilden, ein Spiel spielen aus eurer Sendung. Das habt ihr mitgebracht. Ja. Und deswegen könnt ihr von mir, ich hole jetzt hier die Requisiten und ihr könnt weiter moderieren. Währenddessen baue ich hier auf, okay? Da, wo es rot ist, kannst du reinreden. Danke. Ich dachte da nicht. Also, liebe Freunde, wir spielen heute ein Spiel, das kennt ihr wahrscheinlich von unserem YouTube-Kanal. Und zwar heißt dieses Spiel: Wer ist das? Riesenapplaus! Ist auch ganz einfach, Klaas, das verstehst du wir auch. Wir haben das schon mit Kesper und Pietro Lombardi gespielt. Und Kurt Krömer. Also das ist eine tolle Kombination. Pietro Lombardi, aufschreiben, müssen wir mal. Wer soll mal kommen? Wir kriegen jetzt verwurstete Gesichter zu Gesicht. Und wir müssen dann sagen, wie könnte diese Person heißen? Was könnte sie beruflich machen? Und wer ist es wirklich? Und für jede richtige Antwort oder für jede lustige Antwort gibt es einen Punkt. Wer entscheidet, ob das witzig ist? Das Publikum. Ah ja. Oder das Publikum. Wenn das Publikum so lacht oder durchs Publikum geht, dann ist es für mich ein Punkt. Das Ometer. Kriege ich auch einen Stift? Können wir mal hier, da ist noch so eine Decke auf dem Monitor, kann man die mal ganz abmachen, sonst sieht man nämlich nichts. Kannst du das bitte machen? Lass das mal, genau, lass das ruhig den Jakob machen, da muss er nicht immer direkt... Bewegung. Hep! Und ganz wichtig bei diesem Spiel, die Antworten müssen kreativ sein, Klaas. Jetzt nicht, das ist Max Mustermann, sondern Max... Schlustermann. Schlustermann oder Klabustermann. So, nicht Klabusterbärchen. So, genau. Ja. Dass man nicht... Aber Benni, hast du gesagt, dass es nicht primär darum geht, jetzt nur den Menschen zu erraten, ne? Weil das könnte man jetzt fälschen. Er hat das alles erklärt. Ich habe alles erklärt, während du, genau. Ja, so, ja, was? Dann, ja, wann geht's los? So. Das macht mich irre, ich kann ja nichts moderieren. Kann das losgehen jetzt? Sekunde, ich muss meine Streifen malen. So, okay, habt ihr alles verstanden? Ja. Wie könnte die Person heißen, was könnte sie beruflich machen und wer ist es wirklich? So ein ironisches Spiel. Und wenn man fertig ist, haut man hier drauf. Genau, wenn man fertig ist, haut man drauf. Und wenn man draufgehauen hat, müssen alle anderen aufhören zu schreiben. Und zwar sofort. Und es ist komplett erlaubt, mit Ironie zu arbeiten. Ja, das ist gewünscht hier, beim Spiel. Das ist Satire, das ist Kleinkunst. Okay. Okay. Wunderbar. Da freue ich mich, ich mache viel Kabarett hier. Los geht's. Ich glaube, auch ein Highlight für die Zuschauer zu Hause, euch jetzt einmal beim Schreiben zu beobachten. Gern zu Hause mitspielen. Dann merkt man, dass die Herkunft Internet ist, ne? Bitte nicht... Alle Stifte weg. Ja, super. Oh. Okay. Ja, klar, schummelt. Lalalala. Fang mal an. Soll ich anfangen? Ja. Ich habe mir eigentlich schon nicht überlesen. Mike... Stieferstein. Er ist Dekorateur und in Wahrheit ist es eine Ikone in der deutschsprachigen Entertainment-Landschaft, Eckhard von Hirschhausen. Aha. Das habe ich nämlich an der Geste erkannt, wie er in die Kamera guckt. Ja. Soll ich, Klaas, oder willst du? Ja, mach. Jörg Schmallmann. Ich habe keinen Beruf, ist mir nicht eingefallen. Und ich habe auch Eckhard von Dr. Eckhard von Hirschhausen. Er ist Arzt und Comedian. Du kannst ihn gut nachmachen. Das war, glaube ich, eine Einladung, was du machst. Ja, ich habe es im Ohr bekommen. Das macht man normalerweise, wenn hier Max Giermann zu Gast ist. Ah, okay. Dann gibt man dem so einen Hinweis, dass er loslegen kann. So ein Keyword. Weil man will, dass er das macht die ganze Zeit. Aber er kann ja nicht einfach rauskommen, anfangen. Nee, das ist sondern ja man sagt dann, ich habe gehört, du kannst das. Und dann sagt er, wirklich, soll ich? Naja, okay. Und dann eine halbe Stunde. Dann eine halbe Stunde. Nein, ich will das jetzt auch hören. Du musst jetzt sowas wie bei der Talkshow sagen. Was würde Eckhard von Hirschhausen dazu sagen? Ich weiß ganz genau, was du sagst. Gib dein Programm ab. Ich muss erst mal reinkommen. Ich bin Dr. Eckhard von Hirschhausen. Ich bin Arzt und Comedian und Umwelt-Klimakünstler. Und heute bei mir zu Gast in Dr. von Eckhard Hirschhausens Quiz des Menschen, Gianna Ina Zarella, Guido Kanz, Glashäufer Umlauf und die Lochis. Viel Spaß. Ja, ist okay, ist gut. Ist okay, ja. Kann man machen. Also. Glas, jetzt bist du mal dran. Ich bin dran. Er heißt Detmar Brenner. Klingt wie ein Schnaps. Detmar Brenner ist Musikpädagoge. Ja, das ist sehr gut. Das ist so einer, der mit dem Tambourin kommt und sagt, wir lösen jetzt alle Probleme. Ja. Und es ist eigentlich der Rapper Alligator. Okay, kann ja sein. Dachte ich. Dachtest du wirklich? Ja. Lösen wir mal auf. Dachtest du wirklich? Dachte ich wirklich. Das
Da habe ich schon mal gesehen. Schauen wir uns mal die Auflösung an. Ja, dann gucken wir mal die Auflösung mal an. Ja! Es ist Eckart. Guten Abend, gute Nacht. Es ist Eckart von Hirschhausen. Aber da fehlt ein Doktor. So, wir machen eine kurze Pause. Wir spielen das gleich noch weiter. Ihr habt noch mehr mitgebracht. Ich habe auch noch ein Spiel. Das heißt, wir machen jetzt hier so Tauschspiele. Ich habe auch noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Da geht es um diesen, nicht, dass ihr einfach denkt, irgendwie, wer will diesen Moment erleben, life-changing Moment, wer kriegt diesen Eimer Speisequark? Erzähl doch noch mal als Bohlen, mit wem du schon alles gearbeitet hast. Du, hör mal, ich bin der Dieter, ne? Du, ich habe gearbeitet mit Bonnie Tyler, so. 8 Millionen Platten, mit Mark Medlock, du, mit Pietro Lombardi, mit Key. Total geil, du. Mach dich raus, du Idiot, du Gesichtsmoped, du. Ja, sehr gut. Toll. So, wir spielen jetzt hier gerade ein Spiel. Danke für diese Plattform, Klaas. Klar. Gar kein Problem. Wir spielen jetzt weiterhin ein Spiel. Das heißt, wie heißt das noch? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist da? Super. Naja, die sind fit. Die sind fit hier. So. Wir sehen jetzt gleich einen veränderten Prominenten und müssen dann sagen, wie heißt der? Genau. Einen verwursteten Prominenten. Wie heißt der? Was macht der vom Beruf und wer ist es wirklich? Wer ist es wirklich, genau. Genau, okay, wir schreiben auf. So. Oh, Gottes Willen. Wer ist der noch? Oh Gott! Sehr schnell, Häufer. So. Sehr gut. Also, das ist Sabine Brenner. Die Frau von Detmar Brenner, sie verkauft selbstgemachtes Kunsthandwerk an der Nordsee. Wow, nicht schlecht. Oder? Ja, das riecht gut. Die hat so eine richtige Nordseehaut. Sachen aus Muscheln und so. Ja, man hat so das Gefühl, das schmeckt alles nach Salz, wenn man sieht. Wie in der Kantine bei euch. Und eigentlich ist es, genau, exakt. Und eigentlich ist es Nora Tschirner. Stark. Hätte ich es nicht. Dennis, mach du mal. Bei mir steht nur Gabi. Weiter kam ich gar nicht. Aber es könnte Nora Tschirner sein oder Olaf Schubert. Habe ich auch aufgeschrieben. Ich hatte mich. Wer es könnte beide sein. Irre, stimmt, oder? Olaf Schubert. Und Namen habe ich Malmö Dröhns. Ja. Malmö Dröhns finde ich gut. Ja. Oder? Gilt, oder? So. Hast du auch noch was? Ah, nee, du hast nur Gabi. Also. Ja. Gucken wir mal. Ja. Wer hat jetzt gewonnen? Jetzt erstmal gucken wir, wer es wirklich ist, da, ne? Ist so wichtig. Es ist Nora. Oh. Ja! Wow. Liebe Grüße. Ne? Die Jacke wird dir auch gut stehen, die sie anhat. Diese gelbe Walker-Jacke. So eine gelbe total geil, du. Total hammermäßig aus. Hat mir die Carina ausgesucht. Mega scharf, das Teil, du. Du kommst mit dem Talent 10 Jahre zu spät, glaube ich. Naja, wirklich. Kurz hab ich schon öfter gehört. Jetzt müssen wir addieren, ne? Ist wichtig. Was? Punkte addieren, damit wir einen Gewinner haben. Oder hat jeder gewonnen. Ist doch egal. Wir also Dennis und ich haben Gleichstand, glaube ich. Ja, wir haben beide 20 Punkte, du hast 0. Ja.